Guten Tag, Freunde der verlassenen Ortschaft. Wie ihr seht, befinde ich mich diesmal nicht in meinem Zimmer, in der üblichen Umgebung, sondern ja, in einem etwas größeren verlassenen Ort. Und ja, ich dachte, das eignet sich eigentlich ganz gut, um hier mal ein Video zu drehen. Es wird jetzt so langsam dunkel. Ich hoffe, das macht jetzt keine Probleme, wenn ich hier aufnehmen möchte. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Wenn ich öfter mal an solchen Orten drehen soll, dann könnt ihr es mich ja gerne wissen lassen. Vielleicht kommt später auch mal dazu noch ein extra Video, wo ich dann halt ein bisschen was erkunde und ein bisschen was erkläre. Das mache ich in diesem Video nicht, also nicht bezüglich der Ortschaft, sondern heute zeige ich euch mal was anderes. Dafür richte ich hier kurz die Kamera wieder ein. Und zwar habe ich den lieben Tim, von dem ich auch mein Triton bekommen habe. Den habe ich meinen Tachyon mal zur Bearbeitung vorbeigeschickt. Und zwar hat er mir hier die Klinge mit einem Acidwash behandelt. Das heißt also, sie ist jetzt in einem dunklen Matt-Look, wie man offenbar sieht. Und ich muss echt sagen, sehr gute Arbeit. Props gehen raus an dich. Also ich selber kann das jetzt nicht. Ich habe davon keinen Plan. Würde ich aber gerne auch mal irgendwie so in die Richtung mal machen. Und er hat mir außerdem noch die Handles anodisiert, und zwar in einem Blauton. Vielleicht sieht man das jetzt ein bisschen schlecht durch die unperfekten Lichtverhältnisse, aber ja, also im Vergleich zu vorher sieht man eigentlich schon, dass sich da was getan hat. Man sieht es ja auch, wenn man jetzt im Schraubenbereich guckt, obwohl jetzt, wo ich es gegen das Licht halte, kann man eigentlich erkennen, was passiert ist. Und ja, ich muss echt sagen, das ist dir sehr gut gelungen. Und ja, den Pocket Clip hat er mir auch gleich gemacht. Die Schrauben wollte ich ursprünglich auch noch mit bearbeiten lassen. Das Problem ist halt aber, da Acidwash, soweit ich weiß, mit Schwefelsäure funktioniert, würde das halt einfach die ganzen kleinen Teile verätzen und dann würde das Zeug auseinanderfallen. Und das will ich jetzt erstmal nicht, und dadurch hat er mir das dann halt erspart. Und ja, das war eigentlich auch schon alles zu dem Video. Falls im Hintergrund irgendwelche Geräusche waren, das tut mir leid, weil ich bin hier nicht alleine. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich euch wieder was vorstelle. Wahrscheinlich wieder ein normales Messer, weil die Balisons sind mir jetzt erstmal ausgegangen. Falls ich hier öfter mal an solchen Locations drehen soll, dann lasst es mich, wie gesagt, einfach mal wissen. Ihr wisst ja, wohin ihr die Kommentare packen müsst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.